Willkommen zurück zu einer weiteren mörderisch wilden Folge Dead Island 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte wahnwitzige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Wir sind gerade dabei, die Tochter vom Doc zu retten. Und hier steppt direkt eine Lady in meine Bude. Hallo, schöne Frau. Nein! Girls sind hier nicht erlaubt. Och nee, schon wieder so ein Stecher. So ein oller Stecher ist ja auch noch unterwegs. Und was war das denn für einer? Es sieht so krass aus, wenn die Zombies gerade spawnen, ne? Plötzlich hast du so eine Wolke Insekten und dann auf einmal schwupps, frisch gebackener Zombie, der dir unbedingt an die Nudel langen will. Hey, was? Ja, dein Vater, ne? Der hat mich geschickt, junge Dame, und hat gesagt, guck mal, was da los ist. Boah, der will es aber jetzt auch wissen. Achtung, gleich macht's hier Wumms. Und er nimmt mich natürlich noch voll mit. Wie könnte es auch anders sein? Und darauf erstmal hier ein bisschen Ibu, ein Päckchen Ibu rein. Junge Dame, wo bist du? Dein Vater hat mich geschickt. So, das nehme ich mal alles mit, wenn es geht. Nö, ich bin schon wieder voll. Hello, Lady. Wahrscheinlich irgendwo oben. Nettes Gebäude. Schick, schick, schick. Gut einquartiert. Oh, leuchtende Bolzen. Ich bin ein wenig neidisch, muss ich sagen. Jemand da? Oh, nicht schlecht. So eine Dusche ist schon edel. Obwohl ich sagen kann, ich habe zu Hause die bessere Dusche. Da habe ich nicht gegeizt. Ich habe richtig zugelangt, was Dusche angeht. Mit allen Extras. Weil Duschen, das ist einfach... Ich weiß nicht. Es gibt doch nichts Geileres als so eine richtig schöne Dusche. Da sollte man nicht sparen. Ist eine Investition fürs Leben. Wer gut duscht, kommt besser durchs Leben. Ist mein Motto. Das ist einfach purer Genuss, so eine Dusche, finde ich. Yo, warte mal, hier ist sie. Hier ist eine Werkbank. Die haben ihr eigenes Quartier hier aufgebaut. Interesting. Das Ding macht halt brutalinski Damage, ne? Elektro mal drauf machen. Hm. Was braucht man hierfür? Auch Chemikalien? Nö, nur Klebstoff. Das macht halt wirklich einen Mörderschaden. Ich will erstmal mit denen hier reden. Trust me, there are people getting around this blackout. Maybe even using it to their advantage. But how? Why? Yeah, that's the part I'm not so sure on. Ruben's gotta be involved if it's the CDC. He's the shadiest fucker of all. Okay, die Kids machen hier ihre eigenen Pläne. Cool place, people. Funky living in the age of the zompocalypse. Guess it's a not-so-secret hideout now. Just don't tell the others we're here. Hey, and don't eat all the snacks. Ich versuch's, aber ich stehe brutal auf Snacks. Hey! Moin! Old Rubes is freaking out. Must be, to send his VIP. Firstly, I volunteered. No one sent me. Secondly, I'm not sure I trust him. Why'd you say that? Dunno. A tingle in my socks. Yeah, join the club. So, get this. I'm sightseeing in Brentwood sewers when this lady, bare feet, calm as you like, tries to kill me. Not 5 minutes ago, I walk in on her and your dad chatting like an old couple. Auntie Lola? Why would she be here? That's her. She acts like this is all just another day at the office. That's pretty crazy, even for her. She knows more than she's saying. But first, come back and let Rubes know you're okay. Not happening. This is your family, Tisha. Okay. God, hold up. Look, we both want to know what's going on with Dad, right? If I give you a direct line to Lola, can you give me more time to investigate? Dunno. I don't want to piss off the one guy that can get me out of here.
Look, there's a data blackout, right? No internet, no nothing. But our resident hacker, Ava, has found data packets routing between the Serling, CDC HQ, and the Randgate building. It might clue us up on what Dad's mixed up in. And what is this hotline to your Auntie Lola? I got a code phrase. Look, you go to an OSK store and say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS. OSK? Wait, she's that Lola Conrad? Yeah, and if she's involved, it's something wild. Okay, deal. But we share the goss, right? No more being kept in the dark. Yeah, I was gonna say the same thing. Cool. Welcome to the Mushroom Club. Alright, welcome to the Mushroom Club. Jetzt bin ich bei den coolen Kids, also. Ja, sie traut ihrem Dad nicht. Aber ich glaube, also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er in irgendwas verstrickt ist, ja, dass er Probleme hat, so, aber ich glaube, er ist ein guter. Lola Conrad, OSK billionaire recluse, did not flee LA. Instead, she tracked me down and awakened something inside of me. My socks are definitely tingling. Ja, er und seine Socken, ne? Wenn die Socken stinken, dann weißt du, was los ist. So, hier. Ich dachte schon, wo ist das denn bitte? Och nee, schon wieder so eine Nummer mit ganz vielen Fallen. Buh, Fallen, buh. Huh. Okay, das funktioniert. Gut, 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 gut. Hier sind alle tot, hier bleiben alle tot. Gut, 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 gut. Streitkolben. Exquisit. Nochmal so ein Ding. Ich finde den eigentlich ganz nice, weil er relativ schnell ist. Und ich finde halt, schnelle Waffen sind bei ihm hier, bei anderen kann es anders sein. Ich habe die anderen Charaktere nicht gespielt, deswegen kann ich mir da kein Urteil bilden. Aber ich finde halt, bei ihm hier sind... So, obwohl eigentlich ist die dicke Granate ganz witzig. Ich finde, bei ihm hier sind halt die schnellen Waffen ideal. Ja, ist so mein Eindruck, den ich von ihm habe. So. Hatten wir schon mal die Disco-Kugelkeule hier. Aber jetzt halt nochmal schön ordentlich gepimpt. Ah, guck, das ist eine relativ schnelle Waffe, die einen stabilen Bums hat. Du haust damit ganz gut Zombies auf die Fresse und darum geht's ja, ne? Zombies ganz gut auf die Fresse geben. So, bitteschön, Mr. Zombie-Mann. Was haben wir hier? Alter, die will es aber auch wissen, ne? Die grätscht hier voll rein. Und sagt, ich bin dabei. Gib mir. Was habe ich damit bewirkt? Hier läuft das Kabel. Hm. Bräuchte Wasser. Ist hier zufällig ein bisschen Wasser, aber was würde es bringen? Keine Ahnung. Erstmal hier was knuspern, Freunde. Hm. Yo, was ist denn hier? Oh mein Gott, nice! Oh, damit sind meine alten Sichelklingen aus der Mode. Die können wir dann also entsorgen. Und uns neue heiße Klingen machen. Alter, das war nicht schlecht, ne? Diese Wurfsterne ballern. Okay, Conrad ist also the new answer. Yo, yo! Freunde! Wir wollen doch alle friedlich bleiben. Mehr oder weniger. Ich eher weniger. Warum muss hier mal alles explodieren in dem Spiel? In dem Spiel gibt es eindeutig too many explosions. Inferno, Mann. Er trifft mich noch, klar. Ja, und jetzt gib ihm mit der Keule.
verdammt Inferno, Mann. Bist du ein nerviger Dude? Bah. Kann das jemand mal bitte von meinen Stiefeln abkratzen? Was ist mit dem hier? Der steckt im Boden. Oh, Mann, ey, jetzt aber mal gut hier. Ich komme hier gar nicht mehr auf den grünen Zweig. Okay, okay, ich bin sowas von RIP. Boah, ich lebe noch, ist aber irgendwie pures Wunder, ne. Alter, ich hasse brennende Gegner. Brennende Gegner sind einfach verdammt nervig, ne? Wo bist du, brennender Mann? Ja, jetzt will ich dich tot sehen. Jetzt will ich dich auf jeden Fall tot sehen. So, mein Loot. Alles meins. Und zwar nur meins. Geht die Taschenlampe nicht? Doch, sie geht. Sie ist nur irgendwie sehr schwach. So, wir müssen hier hin. Habe ich denn hier irgendwelche spannenden Nebenmissionen in dem Gebiet? Verfügbare Quests. Aber die werden ja nicht angezeigt, ne? Die müssen erst noch erkundet und entdeckt werden. Na, vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen die Hauptstory hier noch vorantreiben. Maybe, baby. Kann ja sein. Also in der Story wäre noch so viel mehr drin gewesen. Aber das ist so ein Problem, ne? Also viele sagen ja, die Dying Light Story wäre so bahnbrechend. Ich habe Dying Light nie wegen der Story gespielt. Auch schon Teil 1. Ich fand die Story nur so... Ja, ist halt eine Zombie-Story, ne? Oh, ich würde so gerne mal verantwortlich sein für die Story in einem Zombie-Spiel. Here we are. OSK Store. Luxus. Right. Find the scope and mutter the magic phrase. Ach, die Scopes haben doch noch eine Bedeutung, die wir überall sehen. Okay, wo spreche ich den magischen Code für die Scopes? Ah, hier. Bollocks. Server reboot needed. And I'm as tech-savvy as a wooden spoon. Hm. Dann wahrscheinlich irgendwo hier. Need a pass for the server room. Sensible. Sensible people. Oh, Bienenmann! Obwohl das ja eher Mücken sind, ne? Gib mir deine Insektenleber. Deine alte Stinkeleber. Stachel. Boah, die sieht aber echt böse aus, die alte. Oh, Chemie. Auch so was Gegnerdesign angeht. Da ist doch noch mehr drin. Da ist doch noch mehr drin als das, denke ich mir jedes Mal. Warum gibt es denn nicht so richtig abartige Mutanten-Zombies mal? Wenn wir schon so in diesem Spektrum sind, die Zombies mutieren. Oh, Henry. Dann können wir sie doch viel gestörter machen. Okay, ich brauche Henry und seine verdammte Schlüsselkarte. Der ist irgendwo hier. Never get out of the boat, Henry. There's tigers in these mangroves. Server pass, check. I guess these are servers. Gemetzel. Neue Fähigkeit. Was wir hier schon wieder alles haben. Hm. Boost für Beweglichkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Hier haben wir den Säure-Spiddy. Das kann man im Rage-Modus machen. Ich meine, wir sind schon irgendwie ultra buff unterwegs.
So, klappt das Ding mal um. Power is on, so... Lovely. I'm a fucking tech genius. Now, du back hast out, zwei Hebel umgelegt. And hello, Conrad. Also ein Genie bist du nicht. Du hast zwei Hebel umgelegt, Alter. Level 23, Mother F. Okay, Tina Turner. Nein. Man soll wissen, wann man die Fresse halten soll. Oh, eine Lunge gefunden. Edel. Ooh. Screens are up and running. Time to make contact. Hello, computer. 12 Sambuca karaoke queens. Eschaton. Noun. Theological. The end of the world. The end times. The final event in the divine plan. From the Greek root, meaning last. Hello, computer. That was shit. I'm looking for Lola Conrad. Hey, I'm Dr. Reed, but you can call me Reuben. Noah, they told me there's something in my blood that... Yeah, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or...? We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. So, I'm not the first. And Rubes hasn't exactly been straight with me. What happened to this other guy? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. Nah, not ideal. And our friend Noah? We need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone! You know what's at stake! Keep looking! I need to find this lab on Ocean Avenue. That's where the answers will be. Hold on. I thought the cell network was dead. Was? Welche Bilddaten? Ach so. I get it. Every time I ask for something, you deliver. Thanks, OSK. Okay, nutze die Bilddaten, um das Labor zu finden. Boah. Haben wir mehr Bilddaten? Was ist das denn? Ein Van mit einer Schüssel drauf. Hi, Constant. Look what I found for you. I thought this would be helpful. Tisha, OSK was cagey about Conrad. But it put me onto a lab nearby that your dad was using. Got it. Me and Ava are in the Rangate Security Center. There's definitely data moving in and out. Go Team Mushroom. That lab's the connection. Stay tuned, I'll be in touch. Okay, das finde ich doch niemals. Ich meine, ich kann die ganze Gegend jetzt hier absuchen. Vielleicht habe ich es... Na, so ein Wagen ist es schon mal. Neue Nebenmission. Ich will mich aber erstmal ganz kurz hier noch umsehen, ob ich irgendwas finde. Boah, das Spiel sieht gut aus. Ich finde, das Spiel sieht richtig, richtig gut aus. Schade, dass es halt so vom Umfang nicht sein volles Potenzial entfalten konnte.
Wäre halt so viel mehr gegangen. Aber ich bin einfach dankbar, dass es da ist. Heute will mich wieder jeder snacken, ne? Heute bin ich wieder besonders lecker. Ja, come on, boy. Ja, Mr. Lippe. Oh, da hinten ist wieder Screamerella. Als ob, die haben das beide überlebt und den Kick überlebt, der Dude aber dann nicht, oder was? Hello Sunshine! Gib mir mal hier mein geiles Säureding. Hey, schrei, Mutter! Hättest du lieber mal die Klappe gehalten, dann wärst du mir gar nicht aufgefallen. Dann wärst du einfach so entkommen. Aber du musstest ja rumbrüllen und sterben. Ach, Hollywood. Gut, 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 gut. Habe ich alles, was ich wollte? Okay, hier ist das Hotel. Das wird sportlich, das zu finden. Na, vielleicht wenn wir die Nebenmission machen. Vielleicht stolpern wir da irgendwie so rein. Ihr wisst ja ab und zu, wie es läuft in dem Spiel. Zeig mir mal das Gebiet. Da hinten ist dann schon Ende. Es muss ja irgendein größeres Gebäude sein. Und davor steht ein Van mit einer Antenne drauf. Oh, das Würstchenmobil. Und was gibt's hier Leckeres? Ich dachte schon, die hätte jetzt irgendeinen Schlüssel oder sowas. Oh, hier kannst du sogar rein in den Krater. Ah, du kannst anscheinend da nach Bel Air. Ja, aber da wollen wir nicht hin. Kotzbrocken. Für dich brauche ich La Uzi. Alter, die Uzi ist so edel. Oh oh. Boom, Baby. Uzi muss man lieben. Einfach mit einer der besten Waffen, wenn du mal so ganz schnell was rüber spammen willst. Inferno, Mann. Habe ich dich nicht oft genug jetzt schon fertig gemacht? Lernst du denn gar nichts dazu? So, mit der Folge war es dann erstmal wieder. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Der hat einfach mal so eine Fähigkeit gedroppt. Interesting. Als ob. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge über eine... Ich muss weg hier. Über eine kleine Bewertung würde ich mich freuen, wie immer. Danke fürs Zusehen. Oh, jetzt kommt noch irgendein Tod der Romantik. Baby, today's our 5-year anniversary. I know you've said no to me 3 times, I know. But I'll regret this if I don't do it now, so... I have something important to ask you. Will you marry me, love of my life? Are you all right, baby? What's going on? Ja, wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Bewerten.